Und das ist ein Ort, der ist ganz besonders. Heute geht es um die aktuelle Situation auf Koh Chang. Die aktuellen Preise. Was ist passiert? Was muss man wissen? Was hat sich verändert? Einiges. Aber dazu kommen wir jetzt. Es ist wieder soweit, meine Freunde. Stefan Chang ist auf Koh Chang. Und ich zeige euch in diesem Video die Insel 2024. Was sich alles verändert hat. Was ist neu? Was müsst ihr wissen? Seid gespannt, meine Freunde. Viel Spaß bei diesem Video. Stefan Chang, willkommen to Lut Boy Bar. Ja, in diesem Video möchte ich auf jeden Fall mal die aktuellen Veränderungen auf der Insel 2024 mitteilen. Die aktuellen Preise, wie haben sich die Preise verändert? Was ist passiert? Was muss man wissen? Und ich fange mal so an. Basic. Koh Chang ist die drittgrößte Insel in Thailand und Koh Chang ist in meinen Augen eine der Inseln. Dieser Insel-Vibe ist hier einfach vorhanden. Und Koh Chang ist jetzt auch kein Geheimtipp oder so, aber Koh Chang ist echt. Und es fängt so an, ihr kommt im Endeffekt mit der Fähre hier auf die Insel an. Da gebe ich euch jetzt schon mal einen Tipp. Die schönste Anfahrt auf Koh Chang ist natürlich im Sonnenuntergang. Und da nehmt ihr die 17.45 Uhr Fähre. Schön mit einem Chang in der Hand mit der Fähre nach Koh Chang. Also die bekannten Plätze, die bekannteren Orte, ist im Endeffekt, fängt es oben gleich an, White Sand Beach. White Sand Beach ist vor allem ein Ort, wo wahrscheinlich die meisten Restaurants und die größte Dichte an allem hat. Ihr habt bei White Sand Beach auch die meisten Hotels und die meisten Swimmingpools, die direkt am Meer vorne sind. Und White Sand Beach ist der meistbesuchteste Bereich hier, der meistbesuchteste Strand, der meistbesuchteste Ort auf der ganzen Insel Koh Chang. Das war natürlich schon immer so, aber das ist natürlich jetzt, nach der Zeit, wo mal nicht so viele Touristen im Land waren, ihr wisst es, merkt man das umso deutlicher, dass White Sand Beach der Bereich ist, der Ort ist, wo am schnellsten wieder Fahrt aufgenommen hat. Ist auch ein größerer Ort, gibt es auch unglaublich viele Angebote, nachts eben auch Nightlife und die verschiedensten Tourismusangebote natürlich. Deswegen White Sand Beach schon immer der Magnet der Insel, aber jetzt umso mehr. Je weiter du in den Süden kommst, desto alternativer ein bisschen wird es, desto preislich auch günstiger wird es und desto in meinen Augen mehr Inselstyle hast du und desto, naja, ist einfach, ich finde es einfach realer. Der nächste Ort, was in meinen Augen auch super ist und was man kennen muss, ist Kai Bay Beach und die ganze Straße entlang Kai Bay, kurz dahinter, kurz davor. Ich finde den Kai Bay Strand sehr, sehr schön. Allerdings bietet er nicht so viele Strandbars. Die Abendsunterhaltung findet in Kai Bay nicht am Strand statt, sondern die ist eher, ich sag mal, an der Hauptstraße, in den Restaurants, in den Bars. Da ist viel Live-Musik, da gibt es gute Restaurants, da ist auch gut was los. Also White Sand Beach und Kai Bay Beach sind die zwei Bereiche auf der Insel, wo am meisten momentan los ist. Meine absolute Lieblingslocation hier in Koh Chang ist Lonely Beach. Das ist zum Beispiel so bei mir in meinem Herz. Lonely Beach finde ich einfach unglaublich toll. Da findest du richtig gute Partys. Die Menschen sind einfach unglaublich offen auch, wenn du abends unterwegs bist. Du kannst mit jedem quatschen und klar, muss man mögen. Wer das sucht, Lonely Beach die Ecke. Super. Lonely Beach spielt sich auch das Nightlife auch am Strand ab. Es gibt Strandbars. Es gibt vor allem den Lonely Beach Komplex vorne, LB Komplex. Da habt ihr unglaublich tolle Bars auch. Beautiful Bar, immer noch top. Meine absolute Lieblingsbar auf der ganzen Insel ist die Root Beer Bar. Die Root Beer Bar wurde nochmal erweitert. Also die haben die nochmal fast um die Hälfte vergrößert. Das Konzept von der Bar ist, sie haben die eigentlich hauptsächlich aus Treibholz angefertigt, das Holz, was angespült wird. Und so sieht die Bar auch aus. Es ist wunderbar, es ist wunderschön und ich bin da so gern da. Es hat auch so zum Sonnenuntergang so einen ganz, ganz tollen Vibe. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Root Boy Bar in Lonely Beach, super. Und jetzt geht es ums Nachtleben. Was hat sich verändert im Nachtleben? Ich habe mich die letzten Abende und Nächte rumgetrieben, kann euch davor ganz genau berichten. Ich habe mich hauptsächlich in Lonely Beach rumgetrieben, weil ich das irgendwie am besten finde. Deswegen Lonely Beach ist nach wie vor so ein Ticken lonely. Es ist wirklich so. Also es war vor 1,5 Jahren,
schlimmer. Da war wirklich fast gar nichts, bis gar nichts. Und jetzt ist schon was. Es ist schon was. Aber es ist noch immer weit weg von dem Zustand, wie es davor war. Man hat natürlich immer hier noch einen Haufen Bars, die geschlossen sind. Auch diese Bar habe ich vor 1,5 Jahren im letzten Video gefilmt. Es hat sich nichts verändert. Also diese Bar ist einfach zu. Und das wahrscheinlich seit 3 Jahren so. Da natürlich X-Bar ist natürlich nach wie vor in meinen Augen so die meistbespielteste, interessanteste Party-Area, die hier abgeht. Also da läuft bis frühen Morgen läuft hier Techno und sämtliche elektronische, experimentelle Musik, meine Freunde. Also das ist schon ein Place to be. Und das nächste, wo ihr hingehen könnt, wäre dann auch schon das Ting Tong. Das heißt, dazwischen sieht es so aus. Und dann kommt schon das Ting Tong. Ting Tong natürlich auch ein Klassiker, ganz klar. Hier kann man sich schön relaxen, in der Hängematte liegen, gibt eine Tanzfläche. Das Schöne ist, es ist alles so ein bisschen offen. So, ich finde es ganz gut. Das nächste ist natürlich die Himmelbar. Die Himmelbar ist für mich immer so, das ist dieses typische Ü30. Ihr wisst, was ich meine. In Summe kann man sagen, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Ecke, weil du hast auf ein paar Meter hast du hier auf jeden Fall gute Weggehmöglichkeiten und man kann vor allem auch mal ein bisschen hin und her switchen. Man kann mal sagen, du, jetzt schau ich mal davor, da ist man doch ein bisschen zu hart auf die Nuss gerade, gehe ich doch mal eine Bar weiter oder zwei. Also das ist eine ganz schöne Straße und das Ganze heißt Lonely Beach Walking Street. Die Bars, die Restaurants, die Clubs, die Hotels, die es nicht geschafft haben, die sind auch weiterhin noch Lost Places eigentlich. Also ich habe da ganz viele, an die ich mir erinnern konnte vom letzten Aufenthalt, wo ich mir gedacht habe, so, mal gucken, was aus denen geworden ist. Immer noch zu, immer noch innen, alles Schutt und Asche. Also ich würde mal sagen, es haben dezent ein paar neue Läden eröffnet. Sieht man immer wieder mal, so ein paar kleine Straßenrestaurants sind neu, dies und das. Aber jetzt großartig neu gibt es hier nicht, sondern eher die bestehenden, die es geschafft haben, haben sich vielleicht noch ein bisschen vergrößert, ein paar Updates reingemacht. Das ist die aktuelle Situation von dem Angebot hier auf der Insel. Ja, es ist easy life auf Koh Chang, meine Freunde. Nach wie vor ist es easy life. Ja, das ist hier mein Lieblingsplatz. Elephant Bay. Hier übernachte ich am allerliebsten. Wir sind hier bei Lan. Und in Bai Lan ist einfach so ein bisschen ruhiger und du kannst dir die Action von Lonely Beach holen, wenn du sie möchtest. Aber zeitgleich bist du auch in einem wunderbaren Resort bei Elephant Bay, wo du einfach direkt am Strand, direkt am Meer deine Hütte hast. Es ist halt auch mega, dass er einen Pool hier hat, weil da kannst du am Abend noch mal reinballern und ja, super entspannt. Also er hat alles, was man braucht hier und ich bin unglaublich gern hier. Schön, ist richtig schön. Und Remy, der Inhaber, auch ein geiler Typ, mit dem habe ich am ersten Abend wieder einige Chunks geöffnet und noch mehr. Wir hatten einen super Abend, haben viel gelacht und waren am nächsten Tag richtig im Arsch. Ja, und die preisliche Veränderung, die möchte ich euch jetzt auch mal mitteilen. Und zwar ist es so, ihr könnt euch so vorstellen, Koh Chang war schon immer so, ich sag mal, preislich eher angenehm gestaltet. Das heißt, es war jetzt nie so dieses preisliche High-End-Segment wie Phuket oder so, sondern es war immer schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal human, natürlich eine Insel ist teurer, ist ganz klar. Preislich ist es natürlich alles nach der, ihr wisst, nach der Zeit, ist alles preisig nach oben gegangen. Restaurant besuchen ist es ungefähr so, dass es überall schon was draufgeschlagen wurde. Streetfood zum Beispiel, 10 Baht mehr ungefähr. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo ein Partei kaufst, kriegst du immer noch für 60, 70 Baht so um den Dreh. Restaurantbesuch kostet auch ein bisschen mehr, klar, aber es ist immer noch in einer gewissen Range, wo man sagt, ist in Ordnung. Und die Leute müssen natürlich ein bisschen den Puffer wieder voll machen, deswegen an die günstigen Unterkünfte haben sie ein bisschen erhöht und bei den teuren Unterkünften haben sie schon
schon ein bisschen mehr erhöht. Das heißt, die gehen nach dem Prinzip vor, wenn jemand die Kohle hat, dann kann er sich das auch noch leisten. Dann hat man halt anstatt, keine Ahnung, 60 Euro die Nacht, kostet es halt jetzt 75 oder so. Ansonsten ist alles noch gleich geblieben. Also Koh Chang ist in meinen Augen schon noch eine Insel, die in Summe preislich absolut erschwinglich ist und vernünftig einfach ist. Absolut vernünftig ist. In Summe würde ich sagen, ist es positiv, die Entwicklung, aber einfach sehr langsam. Es ist wirklich sehr langsam. Ihr wisst, ich war die letzten Monate in vielen größeren Touristengebiete, da wo man wirklich sagen kann, es ist fast wieder wie zuvor, zumindest nicht so viel Unterschied. Auf Koh Chang, die haben hier ein Problem, und zwar, es kommt zu langsam wieder zurück. Jeder erzählt mir das Gleiche. Es kommen hier einfach zu langsam die Touristen wieder zurück. Das merkt man. Wir gehen jetzt zu unserer Lieblingsbar, die zeige ich euch. Die beste Bar auf Koh Chang, um den Sonnenuntergang zu genießen. Die beste Bar, um 5 Grad sein zu lassen. Die beste Bar, um einfach mal ein Seelchen baumeln zu lassen. Und das ist die Root Boy Bar. Und das ist ein Ort, der ist ganz besonders. Da nehmen wir euch jetzt mit rein. Stefan Schön, welcome to Root Boy Bar. Growing in the dark, growing in the dark, growing in the dark, growing in my heart. Also meine Freunde, hier müsst ihr unbedingt herkommen, glaubt mir das. Wenn ihr nicht in der Root Boy wart, wart ihr nicht auf Koh Chang. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch was gebracht hat, ob es euch gefallen hat, ob Dinge dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Koh Chang ist für mich ganz tief in meinem Herzen. Stefan Chang, love Koh Chang. Und das ist mir ganz sicher. Peace, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.